Ein herzliches Willkommen zu einer Special-Ausgabe. Ich weiß, uns hat es und uns wird es in diesen Tagen hart treffen. Aber ich möchte noch hier ganz etwas anderes erwähnen. Ich finde es hier eine Sauerei, dass man die Leistung der geimpften Personen nicht akzeptiert und dass man jetzt hier alle mit Montag in den Lockdown schickt, weil die Regierung es nicht zustande bringt, hier die Ungeimpften einzusammeln. Und ich möchte noch hinweg weitergehen. Ich finde es auch eine Sauerei, dass man hier die Meinung wechselt wie die Unterhose am Abend und am Morgen. Und das ist definitiv nicht zu tolerieren, dass man hier die Bevölkerung, die ihren Impfbeitrag geleistet hat, wieder in den Lockdown schickt, nur weil Mücke Mückstein und Schallenberg sehr überfordert sind mit diesen ganzen Zahlen. Obwohl in Wien die Zahlen eigentlich nicht so hoch sind, führt sich der Herr Schallenberg auf, als ob die Welt demnächst untergehen würde. Und ich möchte Ihnen eins noch sagen, Herr Schallenberg. Sie haben den größten Fehler Ihres Lebens gemacht. Sie haben geimpfte Menschen stigmatisiert und das geht nicht. Und ja, viele andere Parteien, wie die Neos zum Beispiel, haben sich auch gewundert, warum man jetzt alle wegsperrt und nicht die Ungeimpften. Und es macht wirklich sehr traurig, dass sie die Menschen hier, die ihren Beitrag geleistet haben, so runtermachen. Und dann wundert mich ehrlich gesagt gar nichts mehr, dass die Österreicher und Österreicherinnen hier die Schnauze so voll haben. Und ich kann, wie gesagt, Ihnen nur eins dazu raten. Ich rate Ihnen wirklich, Herr Schallenberg, lassen Sie den Unsinn und hören Sie auf, die geimpften Menschen zu stigmatisieren, weil das halte ich nicht für richtig, dass Sie jetzt Menschen, die ihren Beitrag geleistet haben, wieder die Dummen sind. Und ich möchte auch von Ihnen, Herr Schallenberg, und insbesondere Mücke Mückstein, dass Sie sich bei jedem Menschen, der geimpft worden ist, entschuldigt und hier wirklich sagt, was Sache ist. Man kann nicht geimpfte Menschen wie Schwerverbrecher behandeln. Und das wissen Sie ganz genau, Herr Schallenberg und Herr Mückstein, dass das nicht rechtens ist und dass das gesetzeswidrig auch ist. Ich halte es für völlig falsch, was Sie hier machen. Und ich will, dass Sie sich bei jedem einzelnen Bürger, der geimpft worden ist, entschuldigt. Die Freiheit können Sie uns nicht nehmen, Herr Mückstein und Herr Schallenberg. Wir leben hier nicht in der ehemaligen DDR, wo man die Menschen hier alle verfolgt und dann, wenn man nicht spurt, dass man sie belangt. Und ich weise Sie auch darauf hin,
Herr Schallenberg, Herr Mückstein, Herr Nehammer. Es ist gesetzeswidrig. Es ist schlicht und ergreifend hier gesetzeswidrig. Mir ist klar, dass Sie die Zahlen nach unten haben wollen. Mir ist es durchaus bewusst, dass Sie die Zahlen gerne nach unten haben möchten, aber Herr Schallenberg, Herr Mückstein, Herr Nehammer und wie Sie nicht alle auf der Regierungsbank heißen, es ist Freiheitsberaubung. Sie können mir wirklich nicht erzählen, dass die geimpften Menschen ihren Beitrag umsonst geleistet haben. Es ist schlicht und ergreifend nicht in Ordnung, weil Sie würden es, glaube ich, auch nicht wollen, wenn man Sie jetzt 20 Tage wegsperrt wie einen räudigen Köter. Also ich an Ihrer Stelle hätte Herz gezeigt und gesagt, es tut mir leid, dass ich euch wegsperren musste. Weil die Menschen, die ihren Beitrag geleistet haben, haben ehrlich gesagt von Ihnen und von der ganzen Regierung die Schnauze eigentlich voll. Man stempelt hier die geimpften Menschen wie Schwerstkriminelle ab und das kann definitiv nicht angenommen werden. Und es muss sich jetzt einmal der Verfassungsgerichtshof damit befassen, weil das grenzte schon wirklich an Dreistigkeit hoch 100. Wenn ich jetzt für jedes Mal Lockdown von Herrn Schallenberg ein 100er krieg, von Herrn Nehammer 200 krieg und von Herrn Mückstein 500 krieg, dann lasse ich es vielleicht mit mir machen, aber so nicht. So definitiv nicht. Ich lasse mir doch nicht wie ein Kaninchen einsperren. Ja, das war's auch wieder von mir. Also wir müssen bis 12. Dezember durchhalten. Ich hoffe es, weil nicht, dass den Herrn Schallenberg noch einfällt, wir müssen noch weitere 20 Tage Lockdown gehen. Aber nicht mit mir, Herr Schallenberg. Da müssen Sie schon wirklich früher aufstehen, weil ich bin geimpft. Und wenn Ihnen das nicht passt, dass ich geimpft worden bin, dann würde ich sagen, treten Sie zurück und machen Sie einen den Platz frei für einen anderen Bundeskanzler. Weil so bitte nicht. In diesem Sinne, alles Gute an euch alle, einen schönen Tag und tschüss.